For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine hübschen Intro-Tierchen hier, drei recht riesige Sulcata-Schildkröten, Spornschildkröten. Was es mit denen auf sich hat, das seht ihr gleich in der heutigen Folge. Aber mal vorne weg als meine Intro-Tierchen. Wunderhübsch, hier zwei Mädels. Der Dicke, der gerade vorbeigelaufen ist, ist ein Mann. Meine Intro-Tierchen heute. Thematisch bleiben wir bei der Schildkröte. Ich bin hier beim Jörg Müller. Da waren wir schon mal vor 2 Jahren ungefähr. Gell? Ich denke irgendwann einmal im April, ja. Vor 2 Jahren. Ist schon 2 Jahre her. Gell? Eben auf die Schwäbische Alb. Nicht gerade die wärmste Gegend Deutschland wahrscheinlich. Und wir sind hier auf knapp 700 Meter. 700 Meter Meereshöhe. Also hier muss man, oder um hier Schildkröte im Freien zu halten, ist vielleicht gar nicht so leicht, wie ihr denkt. Aber schaut euch mal hier um, wenn ihr hier runter guckt in den Garten. Das ist echt ein Schildkröteparadies. Würde man hier gar nicht vermuten. Und ja, Jörg, da zeigst du uns, wie man trotz Schwäbischer Alb Schildkröte im Sommer auch im Freien halten kann, oder? So würde ich sagen. Ist relativ einfach, wenn man einige Sachen beachtet. Gehen wir runter. Jetzt sind wir hier in deinem Schildkröteparadies ohne Mitte drin sozusagen. Eben die kleinere Art hast du in diese Frühbeet, Hochbeet. Hochbeet, so ist es. Hochbeet, wie immer man es nennen wolle. Genau. Das ist Holz, Douglasie. Das war so mal der erste Start mit diesen, oder Versuch mit diesen Hochbeeten. War soweit okay, aber was schlecht ist, ist aber die Höhe ist eigentlich zu niedrig, gerade für den Pflanzenbewuchs, diese Fetthenne und so. Die wachsen halt gern furchtbar hoch. Und dann bin ich noch, der mich da ein paar Stück gebaut habe, wieder davon abgekommen und habe dann tatsächlich im Internet das irgendwo gesehen und frech kopiert und dachte, ich nehme solche Paloxen, die man für gerade Äpfel und Frucht, Obst und Zeuglagerungen nimmt. Mhm. Also eine Art Gitterboxen sind das so aus Kunststoff, oder? Ganz genau, so eine Art Gitterboxen aus Kunststoff. Kiste. Was extrem geschickt ist, auch bei denen, wenn wir jetzt mal wirklich eine Woche haben, wo wir relativ viel Niederschlag haben, dann mache ich nur zu. Das heißt, ich kriege da rein keinen Niederschlag, keine Feuchtigkeit, weil ich auch Arten habe, die es eben nicht so extrem feucht wollen. Klar, mal einen Tag, zwei ist okay, aber wenn wir dann so Dauerregen haben, mache ich da einfach zu. Und ich habe durch diese Öffnungen hier immer noch genug Belüftung, also auch wenn es dann tagsüber mal 2-3 Stunden die Sonne rauskommt, wird es da drin nicht so heiß. Du hittest nicht so wie jetzt eine geschlossene Holzkiste. Genau. Das heißt, du schiebst die. Genau, ich ziehe die nur zu vor. Und ich habe die halt dann noch, weil es bei uns ab und zu ein wenig stürmisch wird, ein wenig mit Expander festgemacht. Ach so, sonst, der überlappt sich ein wenig, machst sie zu. Gell? Ja. Pass auf, gehen wir mal an die, da können wir besser reingucken. Genau. Und hier drin haben wir jetzt zum Beispiel, das ist ziemlich geschickte Art und Weise auch zum Halten im Sommer. Zum einen natürlich wegen Stromsparen, zum anderen natürlich ist es auch für die Tiere in der freien Natur viel schöner. Ein natürliches UV ist wesentlich besser wie dieses mit der Lampe erzeugt. Wobei, selbst wenn man gute Lampe hat, geht es eigentlich das gut. Kann ich, das kannst du nie aber nicht vergleichen mit Sonnenlicht natürlich. Gell? Das ist so. Und da sind jetzt drin Nachzüchter von Cersina angulata. Okay. Könnte genauso gut Marginata oder Grieche sein, gell? Von der Optik her fast gleich. Also die Boxen sind 1,20 auf 1,20 oder sowas. Genau, gesagt, gell? Das heißt, theoretisch könnte man sagen, man nimmt so eine Box, wenn jetzt einer sagt, ich habe gern Europäer. Und da ist ein Europäer prädestiniert zum Halten, weil man sagt, okay, im Sommer setze ich ihn raus, habe keine riesen Energiekosten. Habe trotzdem ein Schildkröte, habe eine riesen Freude. In der Natur sogar noch viel besser, weil sie sich ja viel natürlicher verhält. Ja. Habe die da drin und das reicht für eine Schildkröte gut aus, wenn man, also für kleine natürlich, wenn man größere hat, macht man einfach, ich sag's mal, wie man es nachher weiter sendet, für die großen Cersinas, so eine Butterhaltung
und einfach ein Halbtophäusle oder sonst irgendwas reicht oder, da vollkommen aus. Im Prinzip, aus. Man könnte das Gleiche machen und eine lochneue Öffnung reinmachen. Man könnte auch sagen, ich mache zwei oder drei solche Boxen für... Ja, oder so, ja. Oder, ja. Oder, weißt, oder einfach Freiland, dann habe ich gedacht, dass man... Also, und hier kommt auf die Bodenhöhe, ja, je nachdem. Genau, dass es mit einer kleinen Treppe oder so. Ja, oder Stückle eingraben oder so. Genau, ja. Ist okay. Durchaus auch möglich. Und der also, Vorteil hier drin ist natürlich auch, man hat eine Pflanze drin. Wenn man dann natürlich eine Pflanze nimmt, die die Schildkröte auch gern fressen, brauchst du auch nicht jeden Tag füttern, wobei man eigentlich eh nicht jeden Tag füttern sollte. Aber dann können sie eben dieses sukkulente Zeug da auch noch mal abfressen. Also man kann die auch mal zwei, drei Tage so lassen. Ohne versorgen lassen. Aha. Genau, lediglich aha. Wasser, das ist klar. Wasser füllen. Stellst Wasserschälchen rein? Ich habe Wasserschälchen für die jetzt, nämlich so tatsächlich, so darf man ja fast nicht sagen, Einwegbecher, weil es einfach ist am schnell einfach ist. Und hygienisch ist. Das ist ja, einfach so. Ja. Aber ja. Sonst so flache Tonschale oder sowas. Flache Tonschale geht auch. Bei denen musst du tatsächlich aufpassen. Ziemlich flach, dass sie nicht ersaufen. Ja. Okay. Gut. Ja. Gehen wir jetzt an die, also jetzt, das ist Jungtieraufzucht. Wenn man so will. Wir haben uns vorher noch unterhalten, wegen den Ritze, eben, du sagst, hat einen Vorteil, wenn du zumachst, kannst du nicht überhitzen. Ja. Andererseits denke ich mir, da kommt natürlich doch Wind durch oder so. Ich könnte mir vorstellen, wenn es ein bisschen kühler wird, wäre natürlich auch gut, wenn man das hier ein wenig zumacht oder so. Oder? Könnte man zumachen, theoretisch, wobei ich dann auch sage, es ist ja im Endeffekt wurscht, ob die jetzt auf dem Boden sitzen und es luftet oder ob die jetzt einen halben Meter höher sitzen und es luftet, denke ich, wird ziemlich das egal sein. Große. Also wenn du da, klar, man merkt jetzt, es luftet leicht, aber es ist jetzt aha. Nicht extrem. Ja. Zumal sich die Schildkröte ja dann entweder unter diesem Tonhäusle, sage ich, verkriecht oder irgendwo am Busch. Ja, oder zum muss. Teil hast du noch mehr bepflanzt, gell? Wenn wir jetzt hier reingucken, ist noch mehr bepflanzt. Gut, dann gibt es auch wieder. Also ich glaube schon, dass das Windgeschützte natürlich auch noch eine Rolle spielt, gerade wenn ich das letzte Grad an Wärme rausholen will. Dann könnte ich mir vorstellen, macht das was aus, wenn es zu ist und dicht ist. Aber das, wenn es für dich so funktioniert, ist natürlich tipptopp. Also Ausfallrate ist gleich null, Ja. Wenn man ehrlich sagen, das ist. Ja. Und dieses Jahr kann man echt sagen, vom 4. April weg habe ich jetzt die Schildkröte draußen. Also auch diese kleinen. Aha. Unbeheizt. Funktioniert okay. Wunderbar. Ja, und ja. Wir haben im April nachts tatsächlich auch mal noch Frost gehabt. Ja, klar. Also wenn es dann wirklich extrem kalt wird, dann habe ich schon diese Taschenwärmer genommen und mit reingelegt. Dann können Sie sich aussuchen, liege ich Richtung Taschenwärmer oder okay, nicht. Oder aber okay. Ich überwache Temperaturen. Das heißt, ich habe eben so Speicherthermometer drin. Ja. Die hatte ich auch drin gehabt im April schon. Und tatsächlich, auch wenn es die Aussentemperaturen noch nicht so sind, wenn die Scheiben zu sind, hast du da nach einer Stunde, anderthalb, 30, 35 Grad. Also noch mehr, ja. Also es ist wirklich extrem, wie schnell es dann tagsüber warm wird. Klar, nachts dann wieder kalt. Muss man aber auch dann wieder sagen, in Südafrika wird es natürlich nachts auch kalt. Das heißt, im Endeffekt, wenn man so will, simuliere ich hier jetzt, der südafrikanische Winter. Winter, ja. Ja, jetzt sind wir hier, wenn man so will, haben wir hier einmal Südamerika und hier hätten wir Südafrika. Das heißt, in dem Gehege sind Jersina angulata, in dem Gehege sind Gyrophilone chilensis. Das wäre jetzt also, wie ich es ja machen würde, zum Beispiel für Grieche oder Marginatas, Freitransschildkröte und so. Darf ich die mal hier aus dem Eckle holen? Jawohl, gern. Dass man ein wenig sehen. Von der Größe her eben, so wenn wir, ja, wir Testudo, von der Größe her, also eben, oder die Beete, oder die Käfige, wie soll man sagen, die Behälter. Das wäre jetzt Europäergröße, das was so man vorher angesprochen hatte. Genau, gell? Und ich habe das jetzt halt aufgefüllt mit wenig so, ich sage jetzt Kakteeerde oder so Zeug, so ein feinerer und leicht groberer Kies, weil das Problem tatsächlich bei einer kleinen Schildkröte ist, durch den schweren Boden, wo wir haben, mit einem riesen Steiner, können die da nicht legen. Das heißt, die legen mir im dem normalen Stück, wo jetzt noch ein wenig Gras ist,
legen die nicht, die legen nur dran in dem Sand drin. Aha, aha. Einfach weil es einfacher geht zum Ablegen. Kriegen sie fast nicht gegraben, gell? Aha, ja. Aha. Und okay. Dann aber diese Opuntio-Ohren, die ich dann auch immer noch verfütter, die habe ich auch da drin. Sieht man, die sind alle angefressen. Ist dann auch noch gleichzeitig wegen Futter. Aha. Ja. Aber, also die sind nicht, aber die keine Wurzeln, oder? Die treiben die aus. Die treiben dann mit der Zeit aus. Die treiben okay. aus, ah. Das ist jetzt bei dem Kleinen. Da, ah ja, da kommt sogar oben kommt schon irgendwas okay. nach. Aha. Aber meistens überleben die tatsächlich gar nicht lang, weil es die Schildkröte halt zusammenfressen. Lass uns mal noch eben auf die, also auf die wichtigen Punkte kommen. Zum einen rundherum in den Boden reingraben. Ne? Also ich glaube, das ist wichtig für tief, die, genau. die Neueinsteiger, ja. Wo denken, heute stelle ich wegen auf den Garten drauf und dann gräbt sich die Schildkröte unten durch und weg ist sie. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Speziell bei 14 Landschildkröten, da ist es so, da musst du wirklich, ich würde sagen, bald einen halben Meter tief irgendwie eine Mauer hinmachen, dass sie sich nicht rausgraben. Ja. Hier auch praktisch ringsherum auch schön dicht machen, eingraben. Dann eben klar, gleich wegen Schattenplätze machen. Dann ein normales Frühbeet. Also da reicht tatsächlich ein ganz normales Frühbeet, wie es im Handel gibt. Das muss keine spezielle sein mit UV-durchlässigen Platten. Aha. Die habe ich nur hier. Hier habe ich zwar so noch mit UV, aber brauchst du nicht, weil die Schildkröte verbringt eigentlich die wenigste Zeit da drin. Im drin. Das ist halt drin, dass sie einfach beim schlechten Wetter sich zurückziehen können. Genau. Mehr Wärme habe da drin natürlich. Ja. Ne, da wird's, oder dann wirst du oben wahrscheinlich zumachen. Da zu, so und dann halt selbst am Schlechtwettertag, wenn ein bisschen die Sonne rauskommt, hat es da drin auch gleich 25, 30 Grad wahrscheinlich. Gell? Ganz schnell. Das ist so nach einer halben Stunde Sonne da drin, heizt sich das richtig gut auf. Aha. Und dann können die rausreihen, wie sie wollen. Okay, und nachts wäre sie wahrscheinlich auch die meiste Zeit sich da drin oder zieht sich nachts zurück? Oder? Tatsächlich habe ich schon festgestellt, dass sie teils kalte Nächte wendet. Aha. Und dann merkst du dann, wenn du jetzt zwei, drei kalte Nächte gehabt hast, dass sie dann eine Nacht nehmen, wo sie wieder ins Häusle gehen. Okay. Aber die suchen sich tatsächlich ab und zu mal, wenn die auch wegen Abkühlung. Kühlere Nacht. Speziell die Männle. Okay. Ja. Okay, also wichtige Punkte, tief rein, Frühbeet als Wärmerückzugsmöglichkeit, ja, die Ränder zum Teil hast du hier überhängend, ne? Muss man aufpassen, die klettern zum Teil gar nicht schlecht. Gell? Sehr gut, ja. Überhängend oder entsprechend hoch, dass sie nicht raus können. Ja. Das sind so die, und Schattenplatz natürlich, ganz klar, das sind so die wichtigen Punkte, kurz zusammengefasst. Genau, oder? Das ist so. Das Schattenplatz haben wir hier dann durch das überhängende Wenk, je nachdem wie die Sonne steht. Ja. Immer. Ja. Okay, gut. Und dann gehen wir jetzt noch. Achso, und mit den Stegplatten. Du hast gerade gesagt, hast du da drüben. Der User sieht nicht durch Kamera, was da drüben ist. Du meinst die Hochbeete, die wo wir gerade gesehen haben. Genau. Da hast du UV-durchlässige Stegplatte oben drauf. Ganz genau. Dass das UV-Licht reinkommt. Ja. Und hier bei den Frühbeete ganz normal, weil da sind sie eh in Anführungsstrich bei schlechtem Wetter drin, oder? Das ist so. Also habe die genug Sonne hier, gell? Ich denke, es hat ja keiner bloß so ein kleines Frühbeet und lässt sie auf dem einen Quadratmeter laufen, wenn du eine große Schildkröte hast. Rennt sie in der Sonne rum. Ja. Gell? Okay, kann man sich die UV-durchlässige Platte oder braucht für man das nicht hinterherrennen. Genau. Das ist so. Okay, guck, die geht jetzt auch ins Haus. Gut, dann gehen wir noch zu einer Nummer größer sozusagen, oder? Dann einmal drehen wir uns bloß einmal hin herum. Wenn wir jetzt noch Glück haben, haben wir dann gleich noch das Geräusch, wie sich's anhört, wenn ein Sulcata-Buck sich paart. Okay. Ja. Kriegt ihr das richtig jetzt los, du. Ich meine, zärtlich ist anders, wenn ich mir nur sein linkes Vorderbein angucke, das da so halb auf dem Kopf steht, gell? Aber und das macht er jetzt tatsächlich eine halbe Stunde, Stunde. Okay. Also, naja. Und da hätte er tatsächlich aus was für einem Grund auch immer, aber das gibt es bei den Sulcatas, dass sie sich, ich habe ja hier fünf Damen sitzen, da hat er wirklich ein Weibchen, das er liebend gern begattet und die anderen fünf ignoriert er. Ach, was?
Ja, okay. Aus was für einem Grund auch immer. Sein Lieblingsfräulein. Ja. Sollen wir mal reingehen? Ja. Also hier sind wir jetzt eben in der Anlage für Großschildkröte, ne? Wenn man guckt, was ist auf der Welt die größte? Die Aldabras, Galapagos, Sulcatas. Ja. Und dann wird es schon alles kleiner. Pardalis vielleicht noch. Pardalis gibt es so, diese Somalia-Pardalis, die dann. Genau. Ja, ich denke irgendwo 20, 30, 40 Kilo, sagen sie teilweise. Ja. Aha. Ja. Okay, das sind so die. Wie viel haben wir? Die Big Five sozusagen, ja. Oder? Sind die größte. Da braucht man einen ganzen Garten dafür. Ja. Man braucht einen ganzen Garten und man braucht tatsächlich für die. Auch gleich wegen ein Häusle, das beheizt ist. Aha. Das heißt, ich habe hier dann ein Haus, da können die nachts rein. Da habe ich halt eine Heizung drin, das heißt, wir haben da konstant immer so um die 15 Grad drin. Okay. Ja. Gucken wir mal rein. Guck hier, die Frist, die hält sich gerade so ein Kaktus rein. Die sind so Opuntie ohne, oder beziehungsweise du kaufst sie ohne Stachel, oder die sind. Ja, die haben ganz leichte Stachel, aber ich habe dann. So normale Waschbürste, da kannst du dich schön runterkehren. Aha. Wobei diese Opuntia kriegen sie bei mir eigentlich echt bloß alle paar Tage mal. Aha. Also vielleicht auch mal in der Woche. Hauptsächlich fütter ich tatsächlich am allermeisten bloß das hier. Das heißt, logisch Anfang April war da noch ein Grünwuchs. Aha. Das sieht dann relativ schnell so aus, wie es jetzt aussieht. Und dann gehe ich bloß hin. Nimm das Heu, werde es nah. Wobei ich auch da beim Heu wieder sagen muss, eigentlich ist es kein Heu, sondern im Schwäbischen ist es Emt, das heißt der zweite Schnitt. Aha. Der erste Schnitt wäre Heu, der zweite Schnitt ist Emt. Okay. Der ist weicher. Ach was? Ja. Das fressen sie gern. Ich hätte jetzt gedacht, dass der erste Schnitt der bessere ist, nein? Nein, nein. Tatsächlich okay. Fressen sie also der zweite Schnitt lieber. Das ist viel, viel weicher. Wenn du das anlangst, wenn du jetzt ein Hai hast, das ist stärker. Okay. Das fressen sie lieber. Ach was? Ja. Interessant. Eben, am Häusle waren wir gerade noch. Lass uns da mal reingucken. Ja, mal auf. Achso, da kann man. Okay. Kamera. Ah, wow. Okay. Ja, da habe ich dann. Das ist natürlich auch ziemlich wichtig bei Sulcatas. Weil es halt eine ziemlich große Schildgartenart ist, mit Einstreu, da habe ich echt schon alles Mögliche probiert. Bin jetzt schon eine Weile doch an diesem Espen hängen geblieben. Der Vorteil ist, wenn du Leinenstroh oder sonstiges nimmst, durch das Gewicht, die verdrucken alles. Das heißt, okay. Das ist eine reine Staubbude. Okay. Und das geht innerhalb von ein paar Tagen, dann hast du da nur noch Staub drin. Und Schildkröte, die sehen nicht aus wie. Okay, wenn okay. Sie aus dem Kieswerk kommen oder aha. So. Dieses Espen ist deutlich besser. Hebt natürlich auch nicht ewig. Muss so, ich sage mal, also klar, normal der Kot sonst so rausholen und dann so alle 6 Wochen wechsel ich komplett aus. Ja. Wobei eben das Espen, glaube ich, von allen Streu das wenig staubige ist. Gell? Egal welches andere, oder man nehme ja auch viel das Wood Fine oder sowas, aber das ist das staubfreiste. Was es an Terrarienstreu gibt, meiner Meinung Beste. Nach. Gell? Ja. Stimmt, ja, das ist jetzt da mein größtes Medley, auch, das ich so habe. Ist eine absolute Ausnahme. Die wiegt so um die 90 Kilo. Okay. Ja. Und legt dann 60 Eier oder was? Ja, nicht einmal so viel. Circa um die 20, 25 echt? Eier. Ja. Ach, was? Also gar nicht so viel, macht halt ein paar Gelege. Aha. Aber auch relativ große Eier. Die sind dann, naja, ich sage jetzt mal gewichtsmäßig 80. 85 Gramm, teils ein wenig größer. Ein Ei, okay. Ja, ein Ei. Aha, ja. Okay. Ja. Aha. Und das hast du beheizt, also das tust du auch im Sommer nachts sozusagen durchheizen. Also ja. Thermostat wahrscheinlich dran. Ich habe Thermostat drin. Das heißt, wenn es nachts wirklich kalt werden sollte, habe ich da praktisch diese normale Konvektore drin und dann auch noch über Thermostat diese normale Infrarot. Also Wärmestrahler, Keramikstrahler, hast du da in den Fassungen, wo man sieht. Genau. Und an der Wand die so Wärmekonvektoren oder sowas. Okay. Ja. Und dann stellst du nachts auf 20 Grad oder was? 15 Grad. 15 Grad. 15 Grad. Einfach, dass es nicht zu kalt wird. Genau. Für die
Sulcatas. Sulcatas jetzt. Ja. Aha, und okay. Die können dann auch draußen bleiben. Letztes Jahr hatte ich sie draußen bis, ich glaube, Anfang Dezember. Ach was? Ja. Ist klar, die können ja dann mehr oder weniger tagsüber da rein und nachts da rein und tagsüber auch, wenn es nicht zu kalt wird und dann halt wieder raus und rein. Schön im Wetter gehen die raus. Und fertig. Okay. Eben, das sind wir jetzt bei den Sulcatas. Die Pardalis und die Aldabras gleich oder machst du die Aldabras? Aldabras genau dasselbe. Gleiches Spiel. Genau dasselbe wie bei den Sulcatas. Vielleicht noch gleich wegen wärmer und was ich bei den Giganteas oder Aldabras drin habe, ich habe noch Wasserschüssel drin, dass ich höhere Luftfeuchtigkeit kriege. Okay. Das heißt, da drin habe ich echt noch, keine Ahnung, 20%, 25% Luftfeuchtigkeit. Aha. Für Aldabras ist das eigentlich zu trocken. Zu trocken, ja. Stimmt. Ja. Jetzt für die ist das okay. Aha, ja. Aha. Gut. Und du musst halt alles, das ist halt auch so bei großen Schildkröten, alles Schildkröte sicher machen. Das heißt, ich habe hier ein Brett, das geht über die gesamte Länge vom Haus. Geh mal weg. Das lasse ich jeden Abend runter, weil die drücken da sonst die Türe raus, aus dem Rahmen. Okay. Ja. Also die hindert nichts. Also, und dann das Brett, das funktioniert. Aha. Sonst bist du nur am Türe flicken. Einmal im Monat eine neue Tür einsetzen lassen. Ja. Okay. Und sie ist isoliert natürlich, ist auch noch klar. Boden wie auch die Wände isoliert. Zum einen natürlich klar. Bringt ein klein wenig Stromersparnis und ist auch im Sommer macht es ein klein wenig davor, da es wird nicht so extrem warm drin. Im Haus. Im Haus, da habe ich dann so 35 Grad maximal. Aha, okay. Ja. Gut. So, sind wir bei der Giganteas drüber. Der Luke kann uns gerade mal schön unseren Opuntia-Spieß vorführen. Machen wir eigentlich bei allen größeren Arten einfache Edelstahlrohre im Boden. Die Opuntia drüber. Okay. Hat den Vorteil tatsächlich, wenn man sie schon so reingelegt hat, dann essen sie es zur Hälfte und zieht jetzt durchs ganze Gehege. Und dann liegt es im Dreck. Und liegt es im Dreck und dann kannst du sie irgendwann wegwerfen. Aha. Mit diesem, ich sage mal, Opuntia oder Kebabspieß ist echt der Vorteil, die sind da drauf, sie fressen es komplett ringsherum ab, weil sie sich halt auch nicht, ich sage mal, wegschieben oder immer. Funktioniert eigentlich ziemlich gut. Okay, witzig. Nicht schlecht, habe ich noch nie gesehen. Man noch von der Jahreszeit her, eben, wie jetzt, was wir jetzt hier gesehen haben, Freilandanlage, von wann bis wann kannst du es machen? Also ich sage mal, bei denen, die ein beheiztes Häusle haben, kannst du echt sagen, so ab April, wenn dann das Gras wieder wenn anfängt mit Sprießen. Gut, dieses Jahr war es bedingt, weil der April so extrem trocken war, ist relativ mild, wenig gekommen. Es war zwar super Wetter, aber zu wenig Regen. Aha. Aber sonst so kannst du echt sagen, ab Anfang April könnt ihr raus, könnt ihr ein beheiztes Häusle. Klar, wenn man jetzt auch schon mal einen April gehabt, wo es noch Schnee gehabt hat, ja, dann sind sie natürlich noch nicht draußen. Aber wenn es relativ gut absehbar ist, dass es keinen Schnee mehr gibt, lasse ich sie raus und dann sind sie tatsächlich draußen bis letztes Jahr war es, glaube ich, Ende November, Anfang Dezember war die draußen. Das heißt, ich habe jeden Morgen aufgemacht. Wenn sie raus wollten, sind sie raus. Wenn es nicht zu kalt war, sind sie wieder rein und fertig. Und jetzt, eben, wenn wir jetzt von Europäer ausgehen oder was wir vorher gesehen haben, die Chilensis zum Beispiel, wo man gesehen hatte, ohne beheiztes Haus. Also wenn man jetzt sagt, weißt, wenn jetzt jemand einen Europäer hat, Testudo. Ich sage mal, wenn du die Europäer hast, erledigt sich ja insofern sowieso, dass die irgendwann Anfang Oktober sowieso Träger werden. In das Winterruhe heißt, gehen. In Winterruhe. Hat sogar den Vorteil, wenn du die draußen hast, musst du die groß gar nicht einmal so vielleicht auf die Winterruhe vorbereiten. Das mache ich schon weitestgehend selber. Ja. Dann holst du die vielleicht noch rein, lässt sie zwei, dreimal baden, damit sie ihren Darm entleert und dann ab in den Kühlschrank oder. Aha. In kalter Raum. Okay. Also meinst du, man kann mit Frühbeet, wie wir es jetzt vorher gesehen haben, Frühbeet ohne Heizung, brauchst du gar kein Terrarium oder braucht man doch für die, sagen wir im Frühjahr, bis es losgeht oder sowas? Also klar, ich, ich,
idealerweise ist, wenn du vielleicht für die Übergangszeit wenn ein Terrarium hast, wo du sagst, okay, ich habe ein Terrarium, das von, ist für... Von März bis Mai oder sowas, oder? Bis Mitte April von mir aus, für 6 Wochen da und am Ende vielleicht nochmal für 2-3 Wochen und dann kommen sie ja eh in die Winterruhe. Ja, also das heißt, wenn du sie Ende September oder... Wir haben ja auch schon goldener Oktober gehabt, sage ich jetzt einmal, wo du sagen kannst, die können da draußen bleiben. Dann ist es eigentlich gar kein Problem. Tatsächlich habe ich einen Kollegen, der für sich eine Perle Griechenschildkröte hat in Konstanz unten und die überwintert im Freien. Aha, ja. Ja gut, Konstanz, Bodensee, wetterlich der natürlich ganz. Natürlich gar nichts. Mild. Also, aber hat auch ein Frühbeethaus. Ein Frühbeethaus, halt, ja. Aha. Aber dann im Winter kommt die bloß nach, verbuddelt sich irgendwo dort, und im Frühjahr kommen sie wieder raus. Ja, ja, ja. Okay, ja, das ist Konstanz und Schwäbische Alb. Ist halt das der ist nochmal ein wenig der Unterschied. Ja. Noch allerletztes Thema. Jetzt so langsam müssen wir auf die Uhr gucken. Ja. Wir haben doch keine Zeit, hat es mal irgendwo immer geheißen am Abend. Feinde müssen wir noch ansprechen, oder? Also das, das ist leider auch ein Thema. Ja, haben wir relativ viele. Tatsächlich bei einer großen Schildkröte eher weniger. Zum einen natürlich bedingt durch die Größe, zum anderen, weil sie ja nachts im Haus sind. Das heißt, dass da ein Marder reingeht oder ein Fuchs oder egal was, ist ziemlich unwahrscheinlich. Weil das Haus zu ist, dann sind die sicher. Anders sieht es natürlich aus bei den Cersinas oder so. Die haben zwar so ein Häusle, aber das ist ja nicht komplett abgeschlossen. Mhm. Da hat man tatsächlich ein Problem, dass es sein kann, dass ein Fuchs oder wahrscheinlich sogar eher ein Marder so ein Schildkröte mal anfrisst. Fuchs, Marder. Fuchs, Marder. Vögel und dann vielleicht. Vögel natürlich ist bei denen auch unkritisch. Das hast du dann wirklich bei kleinen Nachzuchten, wie es die Cersina vorher waren. Ja. Oder auch bei meine Psammobat oder Homopus, so Schildkröte, die bloß so groß wären, das ist klar. Das die sind Greifvogel oder Krähe oder irgend sowas genau. Oder Rabe. Das funktioniert nicht. Das geht nur in den Hochbeet, das ist kein Problem. Da kommt kein Vogel rein. Zumindest kann er da nicht so, außer es wäre komplett offen, aber er kann nicht so im Sturzflug rein und wieder raus. Ja, geht nicht. Okay. Das, vor Vögeln sind sie da sicher. Aha. Das größere Problem ist wirklich dann, wenn du sie frei hast irgendwo, auch kleinere Schildkröte, die du ja schon draußen halten kannst, die können echt vom Greifvogel irgendwo abgeholt werden und sind dann. Und was machst du dagegen? Ha, gut. Vogelnetz drüber im Worst Case? Tatsächlich oder? Ist, wenn du die Schildkröte so wie die Cersina hast, auf einem Bodengehege, sage ich jetzt einmal, und du kannst ja, das kann man ja machen, wenn man da Platz hat und so weiter und auch die Zeit, ein schönes Bodengehege kann ich auch schon machen für eine kleine Schildkröte. Die freut sich genauso. Logischerweise reicht der auch einen Quadratmeter, aber wenn sie mehr hat, ist die nicht böse. Dann kannst du dann wirklich nur nachgehen und sagen, entweder machst du irgendwie so ein Drahtgitter drüber, das habe ich auch schon gemacht. Aha. Scharnier nach, Drahtgitter, dann lupfst du es hoch. Ja. Funktioniert ziemlich gut. Aha. Oder Vogelnetz oder so irgendwas. Viele andere Möglichkeiten hast du nicht. Ja. Aber auf gut Glück offen lassen? Würde ich nicht. Eher nicht. Würde ich nicht. Also okay. Vogelscheuche vielleicht, nein, wenn es funktioniert. Aber wäre mir ehrlich gesagt das Risiko zu groß. Ja. Eben, wie gesagt, Marder ist ja auch noch Marder. Haut vor der Vogelscheuche auch nicht ab. Nein, beim Marder der. Und Hund und Katz muss man vielleicht auch noch aufpassen. Gell? Also das auf jeden Fall. Ist auch so. Klar, wenn einer einen Hundehaushalt hat, hat mir auch einen Hund, den interessiert die Schildkröte überhaupt nicht, aber es gibt auch Hunde, die tatsächlich ein richtiges Faible für Schildkröte haben und sie zusammenbeißen. Ja, also ist auch ein wenig so, wenn du mehrere Tiere im Haushalt hast, beim Hund wäre ich auch vorsichtig. Ja. Also, als Abschluss noch die Warnung an euch, eben so schön wie alles ist, aufpassen, das Thema nicht vergessen, nicht optimistisch sein, da kann nichts passieren, das Risiko habt ihr. Dir danke fürs Rumzeigen. Gerne. Super interessant, super schön. Euch Kerle auch danke fürs Helfen. Gell? Und bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu und checkt Jörgs Schildkröten. Jo. Wenn euch ReptilTV gefällt oder wenn euch ReptilTV hilft, freue ich mich, das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug
mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.